Willkommen zu einer neuen Lifestyle-Sendung. Ich befinde mich hier am Reichstag und dort ist ein Ballon. Und was es damit auf sich hat, das seht ihr jetzt. Der Ballon wurde extra für die Dreharbeiten von Michael Bulli Herbigs Driller-Ballon konstruiert. Die aus 1245 Quadratmeter buntem Stoff bestehende Ballonhülle bringt 170 Kilogramm auf die Waage und kann 4200 Kubikmeter heiße Luft fassen. Damit fliegen wir in den Westen. Aber was ist, wenn die Soldaten auf uns schießen? Ja, wir müssen höher. Durch die Wolken. Meter weiter und die wären drüben gewesen. Die werden sich schön in den Arsch gewissen haben. Den gesamten Umkreis von 500 Metern absuchen. Ich will, dass auch der kleinste Fetzen dokumentiert wird. Zwei Familien haben 1979 mit einem selbstgefertigten Heißluftballon zu acht in einer winzigen Gondel die Flucht aus der DDR in die Freiheit gewagt. Die geben keine Ruhe, bis die uns geschnappt haben. Nochmal einen Ballon bauen. Ja, jetzt sind wir hier beim wunderschönen Ballon und du spielst mit. Wie sehr hat es dich gefreut, in so einem Film mitzuspielen? Total. Also einmal natürlich, weil das eine ganz berührende, spannende Geschichte ist von diesen beiden Familien, die sich entschließen, aus der DDR abzuhauen und das mit einem selbstgebauten Heißluftballon. Und das war für mich am Anfang irgendwie unvorstellbar, dass sie das wirklich durchgezogen haben. Und dann wollte ich mich unbedingt auch mal mit diesem Thema der DDR beschäftigen und einen Film davon erzählen. Das fand ich ganz toll. Und mit Bulli zusammenzuarbeiten war auch grandios. Jetzt sehen wir ja den Ballon hinter uns. Ist eigentlich unvorstellbar, dass zwei Familien da reingepasst haben. Wie mutig oder wie verzweifelt die waren. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Absolut, ja. Aber das habe ich, also zum Beispiel Bulli hatte bei der Leseprobe, hat er uns auch diese gleiche Plattform, die wir jetzt im Hintergrund vielleicht sehen, hat er aufgebaut in dem Büro, um uns immer wieder daran zu erinnern, wie eng dieser Platz war und dass sie halt irgendwie auch 2000 Meter in der Luft waren. Es war eisig kalt und dass wir immer wieder uns in diese Situation hineinversetzen mussten als Schauspieler dann auch, um das bei der Leseprobe dann uns schon daran zu tasten. Und das war natürlich umso erstaunlicher, dass sie dann da mit diesen ganzen Risiken, die damit einhergehen, dass sie da dran geblieben sind und an ihren Traum geglaubt haben und dass sie das am Ende dann halt auch geschafft haben. Bald feiern wir Premiere und dass hier diese Aktion stattfindet, hier vom Reichstag und dann zieht ihr noch in anderen Städten weiter, das ist auch eine tolle Aktion. Ne? Absolut, ja. Wir haben auch heute mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie beim Dreh, weil es ist jetzt zu windig, deshalb gibt es Schwierigkeiten, den Ballon auch richtig aufsteigen zu lassen. Mit den gleichen Problemen hatten wir beim Dreh auch zu kämpfen, weil es halt wirklich ein Ballon ist. Also Bulli hat sich dazu entschlossen, den Ballon haargenau so nachzubauen, wie er halt wirklich war. Und da musste man halt mit den gleichen Problemen dann auch kämpfen. Kanntet ihr die Geschichte oder kanntest du die Geschichte vor? Ich hatte mal ein bisschen davon gehört, aber so das ganze Ausmaß, dass sie auch mal abgestürzt sind, dass so viele Kinder auch mitgefahren sind, das wusste ich alles nicht. Und das war umso, also es hat mich total berührt, dass so viel, was da alles noch so an Ereignissen dazugekommen ist, an Details. Diese Gondel, diese witzlose, diese schutzlose. Dieser Riesenballon, all das ist wirklich sehr spektakulär und es ist auch richtig, dass das verfilmt wurde nochmal. Wie war es dann mit Bulli zusammenzuarbeiten? Also es war ja mal, ist ein ganz anderer Film, ist ein Drama. Das war bestimmt das Neue. Ich habe ihn ja sozusagen vorher aus anderen Arbeiten jetzt sozusagen direkt nicht gekannt, sondern immer nur sozusagen im Draufschauen seines Werks und das war auch ein ganz großer Aspekt zu sagen, ich will hier dabei sein, ich möchte wissen, wie er das macht, ich möchte sozusagen meinen Input dafür liefern, ich habe Lust sozusagen diese Neuerfindung von Bulli irgendwie, also Teil dessen zu sein und dass das aufgeht oder dass das was ist, was einen selber inspiriert oder dass man da Lust drauf hat, also so geht es mir, war recht früh eindeutig, weil er hat genug Argumente geliefert, warum er das machen will, er hat sehr
gebrannt für den Stoff schon seit längerer Zeit, also lange bevor er irgendwie an mich oder vielleicht überhaupt einen Cast im Kopf hatte. Und da hat man dann schon gespürt, oh, wenn jemand so leidenschaftlich irgendwie diese Geschichte machen will, dann sollte man tunlichst dabei sein. So, ja. Habt ihr die echten Menschen kennengelernt? Nee, wir haben die Figuren, die wir gespielt haben, haben wir nicht kennengelernt. Zum einen, weil der Peter Streitzig schon verstorben war letztes Jahr leider und seine Frau auch entsprechend nicht wollte. Aber wir wissen, dass Bulli sehr nett, regen Kontakt auch mit Familie Streitzig hatte. Und Familie Wetzel war immer mal am Set und hat beratend zur Seite gestanden, wo sie nur konnte. Und das war total nett und schön, dass sie so involviert waren. Wie findet ihr denn diese Aktion heute und ihr zieht noch in anderen Städten mit dem Ballon? Naja, das ist, wir haben ja auch zur Drehzeit schon drüber nachgedacht, wie kannst du denn eigentlich auf dem Kinostart auch aufmerksam machen mit dem Ballon. Das ist halt das Besondere, dass wir das Ding halt haben, dass wir den nicht animiert haben, sondern diesen Ballon im Grunde eigentlich anfassen können. Jetzt wird das Ding hier ein bisschen bewacht, ne? Man kann jetzt nicht jeder ranspringen, ist schon klar, aber man kriegt sozusagen ja mit, wenn das jetzt hier steht, wie groß das ist, also auch wenn wir ihn jetzt nicht hochkriegen gerade, aber man kann sehr klar einen Eindruck bekommen, was sozusagen damals, wie man das, also was war dafür nötig, das irgendwie aufzubauen. Ich meine, klar, du sagst witzlose Gondel, das ist wirklich ein Scherz, ne? Wenn man das sich vorstellt, zu 8 auf 2000 Metern zu fliegen, sagt man, wie konnte man nur? Aber dadurch, dass man mal mehr als, weiß ich nicht, was ist jetzt, 10 Meter stehen wir davon entfernt, kriegt man schon ein bisschen mit, wie beeindruckend und besonders das ist, ja. Und daher ist der jetzt schon sehr, sehr gut. Und ich bin ja auch sozusagen nach Drehzeit jetzt wieder mit dem Ding in Kontakt und finde das, ich finde das schön, das wieder zu sehen, ehrlich gesagt. Ich habe mich drauf gefreut, das Ding mal wieder zu sehen. Ja, das ist wunderschön. Das wird ein ganz, ganz toller Film. Und ich bin froh, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Vielen Dank auch. Wir wollten doch immer, dass die Jungs in Freiheit aufwachsen. Michael Bulli-Herbig hat basierend auf dieser wahren Geschichte einen fesselnden Thriller inszeniert, der die Flucht der beiden Familien als atemlosen Wettlauf gegen die Zeit erzählt. Bulli Herbigs Ballon ist ab den 27. September im Kino. Vergangenes Wochenende lud Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gemeinsam mit seiner Frau Elke Bünnenbender zum Bürgerfest in dem Park von Schloss Bellevue in Berlin ein. Italien ist Partnerland des Bürgerfestes 2018. Am ersten Festtag wurden um die 4000 geladene Gäste, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement die Zivilgesellschaft in besonderer Weise bereichern, geladen. Bitte verzeihen Sie mir mein Fauxpas, ich dachte, Sie sind aus dem Schwarzwald. Jetzt klären Sie mich mal auf, bitte. Ja, wir kommen aus der Fränkischen Schweiz, das ist in Oberfranken, in Bayern. Und tragen da die Tracht aus unserem Ort, aus Kunreuth. Wie kam es zu dieser Einladung? Also man kommt ja nicht jeden Tag hier zum Bundespräsidenten. Die Einladung ist über den Deutschen Trachtenverband gekommen, bei der ich Schatzmeisterin geworden bin, das Amt begleiten darf. Auch beim Bayerischen Trachtenverband habe ich das Amt in Oberfranken als Stellvertreterin. Und so kommt man dann zu dem Amt, aber speziell über den Deutschen Trachtenverband haben wir die Einladung gekriegt. Und freuen Sie sich? Ist das ein tolles Event? Ja, 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 perfekt. Waren wir schon des Öfteren in Berlin? Berlin, ja. Wir waren ja im Juni damals auf der Einladung her und auch sonst ab und zu mal. Aber ist schon herrlich und vor allem bei dem Wetter heute ist ein Traum. Passt so schön wie bei euch, aber ich stelle mir das sehr, sehr schön vor bei euch. Ja, das haben Sie recht. Vielen, vielen Dank, dann genießen Sie das Fest. Danke, Sie auch, ja? Oh, das werde ich sicherlich, denn in Berlin wird ständig gefeiert und das zeigt auch dieses Bürgerfest. Vergangene Woche war mein Kollege Christian Klump im Columbia Theater und traf auf den König der Illusion. Ausverkauft war sie, das Columbia Theater, denn Peter Werlens, Deutschlands bester Illusionist, verzauberte die Zuschauer. Seit über 18 Jahren begeistert der Illusionist und Zauberer in seinen Shows. Angefangen mit seiner Las Vegas Illusionsshow, über die publikumsnahe Close-Up-Magie bis hin zur Comedy-Zauberei,
Blick der Magie auf tausende von Zaubershow-Programmen zurück. Peter, ja. Mit 15 Jahren, der magische Zirkel, da fing alles an. War das als kleiner Junge schon klar, dass du in die Magie gehen wirst? Für mich ja, für meine Eltern allerdings nicht. Also tatsächlich ist es so, ich wollte als kleines Kind schon immer Zauberer werden und habe versucht, alles Mögliche schnell hinter mich zu bringen. Schule, Ausbildung, Bundeswehr und mit 19 habe ich mich dann selbstständig gemacht. Das heißt, mit 19 Jahren Profi-Zauberer, andere werden Handwerker, andere werden Sportler. Peter hat gesagt, ich nicht. Ich möchte das Publikum begeistern. Ich werde Zauberer. Wie ist der Veranstalter zufrieden heute hier vor ausverkauftem Haus? Oh, top. Also ich kenne natürlich Peter, ganz klar. Ich schätze Peter. Ich kenne viele, viele Zauberkünstler wirklich im ganzen Bundesgebiet. Und ohne jetzt mit Honig zu arbeiten, Peter zählt für mich zu den Illusionisten, von denen man in vielleicht 5 oder 6 Jahren sich sicher vorstellen kann, international zu hören. Also das ist das, was ich dem Peter wünsche. Und von daher, wenn ich da Unterstützung liefern kann, dann aus dem Herzen jederzeit gerne. Gibt es einen Trick oder einen Trick, den du verraten kannst? Ach, ich glaube, es ist viel schöner, wenn man sich ein bisschen verzaubern lässt, weil wenn man weiß, wie die Sachen funktionieren, ist man ehrlich gesagt so ein bisschen desillusioniert. Ich mag ganz gerne, eigentlich so sehr schön, mal etwas zu sehen, was man sich nicht sofort erklären kann. Ich meine, wo gibt es sowas heutzutage noch? Einfach mal die Leute zum Staunen zu bringen, etwas zu sehen, was man eigentlich nicht glauben kann, ist doch eigentlich, finde ich, ein sehr schönes Gefühl. Dass wir natürlich mit Tricks arbeiten, ich glaube, so aufgeklärt sind die Leute heutzutage. Und einfach mal zurücklehnen, sich ein bisschen verzaubern und gleichzeitig auch unterhalten zu lassen, ist eine schöne Sache. Möchten Sie wissen, wann Peter Werlanz wieder in Ihrer Nähe ist? Dann schauen Sie auf seine Webseite und lassen Sie sich verzaubern. Jetzt gibt's erstmal eine klitzekleine Pause.